gods of Darka were able to fight it, and Zarahalma was eventually caught in a magic seal with no possibility to escape again. Until now. Wow! Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. Und es ist heute mal eine Preview, weil es ist jetzt eine Demo-Version von Cast of the Seven Goddesses. So, warum eine Preview zu, Cast of the Seven Godsands? So, Godsands. Also erstens, weil im Menü Analeitung steht. Das hat mich einfach geflasht. Analeitung hat nicht jeder im Menü. Und zweitens, weil ihr wisst ja, ich spiele ja liebend gerne den Rage Blamer. Und im Rage Blamer habe ich ja wirklich jeden Ghosts and Goblins und Ghouls and Ghosts Teil gespielt. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Cast of the Seven Godsands ist ja sehr ähnlich. Ich habe das Spiel schon angefangen zu spielen, einmal jetzt also die Demo-Version, die Vollversion kommt demnächst bei Steam für 6,99. Ich habe es jetzt für 5,59 bekommen, allerdings halt immer noch die Demo-Version, ich habe es vorbestellt. Und ich möchte einfach mal die Demo-Version zeigen, weil das ist so hammergeil geworden. Ich bin ja sowieso eher so ein Retro-Gamer, ich liebe so Jump'n'Runs. Neuere Jump'n'Runs haben es nicht so wirklich drauf und deswegen hat mich dieses Spiel einfach geflasht. Und ich will euch das einfach mal zeigen und ich hoffe, ihr habt da genauso Spaß dran, mir dabei zuzuschauen und das Spiel zu sehen, so wie ich. So, erstmal Fullscreen habe ich oft gemacht, weil wenn ich Fullscreen on habe, füllt das bei mir nicht den ganzen Bildschirm aus. Ich werde das hier bei uns, also hier am PC schon, aber mit der Recording-Software nicht mehr. Macht euch da jetzt keinen Kopf, ich mache das ein bisschen größer für euch auf 1080p für dieses Video, dann habt ihr da wieder vollen Durchblick. Anti-Aliasing habe ich on Bloom FX natürlich auf Maximum, Schwierigkeitsgrad auf Easy. Tötet mich, verurteilt mich nicht deswegen. Don't judge me. Ihr wisst, der Schwierigkeitsgrad bei Ghosts and Goblins und Ghouls and Ghosts ist sehr, sehr hoch. Und genauso auch bei Cast of the Seven Godsands. Die Tastenbelegung ist sehr schön erklärt. Das möchte ich euch mal zeigen. Ach so, hier war das gar nicht. Dann war das woanders. So, gehen wir mal zurück bei Analeitung. Ja, sehr schön erklärt. Ein Knopf zum Schießen, ein Knopf zum Springen. Nach oben, da kann man sich ducken und schießen, man kann nach oben springen und nach unten schießen. Und man kann eine Rüstung einsammeln und man kann nochmal einen Gottball einsammeln. Und es gibt da verschiedene, wirklich, ich glaube 7 verschiedene Gottmöglichkeiten. Und es gibt, ich glaube, was war das, 30 verschiedene Waffen oder so, die man einsammeln kann. Also ist auf jeden Fall eine ganze Menge, mehr als bei Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein, da mache ich den Ton vom Spiel auch nochmal ein bisschen lauter und ja, dann gucken wir uns mal das Intro an. Erinnert auch ein bisschen an Ghouls and Ghosts oder Ghosts and Goblins, werdet ihr sehen. Ja, das war's auch schon mit dem Intro, zumindest für die Demo-Version. In der endgültigen Version soll es nachher 6 richtig lange Level geben. Hier in der Demo-Version habe ich noch nicht mal den ersten Level bisher geschafft. Ich guck mal, dass ich das nicht zu laut mache. Ja, und wie man sieht, man hat halt wirklich Springen und, Schießen. Ja, und hier kriegen wir jetzt schon mal die erste bessere Rüstung. Die sorgt einfach nur, dass es wie, dass man halt ein bisschen mehr Leben hat. So, da haben wir schon eine andere Waffe jetzt eingesammelt. Vorher den Dagger, jetzt haben wir hier so komische Flug-Dinger. Und ich muss wirklich sagen, das ist von der Steuerung her, läuft es sehr, sehr gut. Ich spiele es jetzt hier gerade mit einem PlayStation 4, DualShock 4. Und es lässt sich sehr, sehr gut spielen. Natürlich kann man es auch mit der Tastatur spielen. Wäre ja Blödsinn, wenn man das nicht reinmachen würde. Und da kriege ich schon meinen ersten Gottball. Zack. Komm. So, und die Gottheit kann ich auslösen, indem ich jetzt lange auf dem Feuerknopf drauf bleibe. Ich werde das natürlich noch ein bisschen hinauszögern, solange ich es jetzt nicht brauche. Schuss halten für
Gottesgabe, so heißt das dann. So, komm, machen wir mal. Oh, verdammt. So, jetzt. Zack. Ja, jetzt habe ich hier den Fliegenschwarm als Waffe. Das ist sowas wie eine Homing-Missile. Die fliegt zu dem Gegner und dann entfesselt das einen riesen, ja, Bienenschwarm eben. Wie der Name schon sagt. Da muss man auch nicht großartig jetzt auf irgendwas zielen oder so. Das findet sein Ziel ganz von alleine. Ist eigentlich eine richtig coole Waffe. Die habe ich schon beim Probespielen heute Mittag gehabt. Na, jetzt habe ich aber noch einen Drachen als Erweiterung gekriegt. Also man kriegt hier jede Menge Sachen dazu. Jetzt habe ich eine neue Waffe eingesammelt. Dessen Fähigkeit, weiß ich nicht, was das ist. Also das ist Blutdolch oder irgendwie sowas. Ah, jetzt habe ich es verloren, weil ich leider ein paar Mal zu viel getroffen worden bin. Ja, klassische Jump'n'Run-Elemente natürlich drin. So, jetzt bin ich schon weiter in kürzerer Zeit gekommen, als ich heute Nachmittag war. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Weil heute Nachmittag war es echt hart. So, hier ist das Problem, da kann man jetzt nicht einfach so rüberspringen, ohne dass man gegen den da oben springt. Da muss man mal gucken, dass man das irgendwie abpasst. Na? Jawohl. Und interessant ist auch also wirklich immer so hier verschiedene Punkte mal ablaufen und abspringen. Das ist wie bei Ghosts and Goblins und Ghouls and Ghosts, dass dann eventuell versteckte Kugeln auftauchen. Das ist ja bei Ghouls and Ghosts, da muss man eigentlich mal die ganze Map abgesprungen haben, um jede einzelne Kiste gefunden zu haben. Und das finde ich eine coole Sache. Also das ist wirklich geil. Wenn ich mal diesen obszönen Ausdruck benutzen darf. Da habt ihr gesehen, jetzt ist da eine Kugel aufgetaucht. Oh, jetzt habe ich eine neue Waffe. Ui, das sieht auch gut aus. Für Nah- und Fernkampf. Boah, das habe ich vorhin nicht geschafft zum Endgegner. Fuck. Ich hatte keine Rüstung mehr und deswegen bin ich natürlich jetzt sofort gestorben. Das ist natürlich schade. Immer schön dem Blitz ausweichen. Nein! Ja, das Spiel ist nicht einfach. Also wer ein einfaches Spiel haben möchte, der ist hier echt schlecht beraten. So. Wow! Ich bin ein tapferer Kämpfer, Kanda. Ja. Du kannst Lord Adomons Burg rechtzeitig erreichen, um das Ritual stoppen und uns alle zu retten. Doch um diese Mission zu erfüllen, spiele bitte die Vollversion des Spiels. Dies war lediglich ein Vorgeschmack auf die Reise, die dich erwartet. In der Vollversion gibt es 7 magische Rüstungen, 5 Waffen, 7 magische Rüstungen, 5 Waffen, 7 Abschnitte, verschiedene Enden und mehr. Und keine Angst, wir sind auf deiner Seite. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Spielen. Gerne doch. Ja. Tja, seht ihr mal, heute Nachmittag habe ich es nicht geschafft und jetzt, ich spiele es mal kurz an und will euch das zeigen und auf einmal schaffe ich das. Jetzt habt ihr halt gelesen, ne, 7 verschiedene Rüstungen, verschiedene Waffen, 5 waren das jetzt, glaube ich, 7 Welten. Ich hatte 6 vorher nur gelesen, also es gibt 7 Welten. Und das ist einfach vom Spielprinzip her richtig geil, lässt sich richtig gut mit dem Joypad lenken. Mit Tastatur wird es wahrscheinlich dann genauso gut funktionieren. Und es ist simpel, aber gut. Also dieses Ghouls and Ghosts und Ghosts and Goblins Konzept, das ist einfach sowieso was. Na, wenn man alle Ghosts and Goblins Spiele und so gespielt hat, dann, dann ist man da, dann muss man das einfach spielen. Und ich finde, für 6,99 € ist das echt nicht zu viel verlangt. Sobald das Spiel raus ist, werde ich da auch einen passenden Link hier unter das Video machen. Wird jetzt Mitte Juli irgendwann rauskommen, glaube ich. Oder Ende Juli, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schreibe ich auch nochmal wahrscheinlich dann in die Videobeschreibung, da könnt ihr reingucken.
Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Hier in der Demo sieht man ja jetzt hier verschiedene Welten noch und verschiedene Rüstungen und was dafür Spezialeffekte sind, beziehungsweise Spezialfähigkeiten. Und ich finde das Spiel einfach nur interessant. Und wie gesagt, ich habe mir halt gedacht, das wäre mal interessant, euch das Ganze zu zeigen, weil ich das Spiel wirklich klasse finde. Müssen ja nicht immer die teuren Endzeitspiele sein, die man sich da kauft. Ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Stay tuned, euer Dennis oder auch Gameblamer. Ciao.